viele Tote. So viele Tote, sagt der Cormac. Aber wir sind nicht dabei. Nee, noch nicht. Hier im Halbkreis um uns rum. Was soll man machen? Signalfeuer anzünden? Das hier ist übrigens Let's Play Diablo, falls ihr euch fragt. Und der Sean Bean muss sich doch jetzt voll freuen, weil jetzt ist endlich der Winter da. Und der Sean Bean sagt doch immer, Winter is coming und so. Warnt er doch immer davor. Das stimmt. Man merkt, die halten gleich wesentlich mehr aus. Zumindest diese Hunde. Orange, Spaß. Aber das ist jetzt weniger Winterfell, das ist jetzt mehr schon die Mauer, oder? Das wäre The Wall in Game of Thrones, ja. Zack. So ist das jetzt schon ganz schön weit zusammen. Bam. Jetzt halt eine neue Waffe. So, für den reicht's noch. So. Hast du gesehen? Bist einfach wieder den Typ mitgenommen, ne? Ja, ist er abgefahren, wir haben nie gesehen. Echt? Machen Kuckuck. Die öfter, die fliegenden Viecher. Was anderes wollte ich sagen. Ach ja, eigentlich ist er jetzt auch zu Hause. Jetzt ist er beim Berg Areat hier. Ja, da leben die eigentlich die Barbaren. Genau, die kommen daher. Ja. Gucken, was der Asmodan so. Hey, aber uns kann er nicht mitnehmen. Sind wir zu fett für. Ja. Dicke sind schwerer zu entführen. Ena, die Bastion ist fast gefallen. Viele von euch haben sich bereits an Blut und Menschenfleisch gelagert. Aber lasst euch von eurem Festmahl nicht aufhalten. Die Bastion und ihr Kommandant sollen ihr vor dem Vorsicht. Zurück. Das ist viel zu krass. Wie geht's noch? Geht das Gift, geht er weg. Oh, Alter. Da sind Champions dabei. Puh. Das Schmerz unterdrücken ist echt gut. Also wenn man merkt, man kriegt eigentlich so gut wie keinen Schaden in diesen 5 Sekunden und kann nicht mehr lassen, was geteilt. Auch wenn man gerade blöd umringt ist. Mach mal den Schweinepriester da unten kaputt. Sofort. Den hier? Ja. So. Hier ist ganz schön was los. Immer auch in diesem Akt 3. Es bleibt auch die ganze Zeit so. Hier ist echt immer richtig Action. Sehr cool. Das ist übrigens mein Lieblingsakt. Das ist auch mein Lieblingsakt. Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, ich stehe mit dieser Meinung nicht alleine da, weil der echt gut ist. Das ist ganz halt Action, das sieht cool aus, da mit dem Hintergrund. Aber ich mag auch Schneegestöber und so Zeug total gern. Und so, also Regen will ich noch lieber haben, aber Schneegestöber ist auch gut. Regen. Das ist wie mein guter Freund Dennis, der bei Blizzard arbeitet. Der ist auch ein riesen Regen-Fan. Okay. Was macht der bei Blizzard? Der arbeitet im Forum, glaube ich. Das Community-Manager. Das Community-Mensch, ja. Da muss man ein dickes Fell haben. Oder ist er in dem internen Forum da irgendwie Moderator? Ich glaube, er ist im internen Forum. Wie weil die sich untereinander flamen. Ja, also das ist ganz schlimm. Diablo ist blöd, World of Warcraft ist viel besser. Nee, ich bin mit der Struktur nicht so ganz vertraut, aber irgendwas Internes macht er noch da. Wenn ich jetzt falsch erzähle. Hallo Dennis. Der guckt das übrigens auch. Der findet das cool. Na, echt? Ja, der guckt das. Du darfst bestimmt gar nicht verraten, was der Geheimnis macht. Habe ich jetzt ja auch nicht so richtig, oder? Du darfst verraten, dass er bei der inneren Sicherheit ist. Im Innenministerium von richtig. Blizzard. Oh, da gibt es Eis. Das war gar nicht so weg. Schmerz unterdrücken, so. Weg, spring. Ah, raus hier. Erstmal. Also mit der Zauberin wären wir jetzt schon tot gewesen an dieser Stelle wahrscheinlich, wenn man dann natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten um auszuweichen und kämpft eh aus der Ferne, aber da, wenn man da so eingekesselt wird. Aber ich habe zwischendurch immer noch das Schmerz unterdrücken gemacht und die Orange, die mich heilt, die hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet gerade. Mhm. Ganz gute Kombination. Und wir haben ja noch die Rune an, oder die passive Fähigkeit, dass wir uns mit jedem Schlag noch ein bisschen selber heilen, was auch gerade zugute kam. Aber man merkt schon, der dritte Akt, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller wieder. Ja. Also das finde ich so toll, was da unten los ist, wenn man da runter guckt. Man muss aber zu dem den wegmachen. So machen. Aufstampfen. Ja. So, danke. Und hier wieder ein Channel. Lauf auch gerade. Oh, das ist nervig. Das kann ganz schön wehtun, wenn das blöde Feuer läuft, was sie da in die Gegend spucken.
Ah, da genau das. Glück gehabt, dass sie jetzt mich nicht so in die Enge getrieben haben. Wenn man da nicht ja blöd steht in dem Feuer, das tut richtig weh. Ja. Was da unten los ist? Man kann mal in Ruhe runtergucken, kommt aber gar nicht zu. Ich höre, ihr seid der Beste. Das ist mein Lieblingsspruch. Wenn nee, der andere Barbar, der hier aufräumt. So. Da habe ich immer Zeug aufgesammelt. Ich klicke halt die ganze Zeit mit Blut rum und gucke gar nicht, was hier da und so viel weiß. Quatsch. 37 in, das ist schön für unsere Verzauberdame. Einhand mit 30 DPS ist doch gut für ihn bestimmt. Ja. Guck mal kurz. Jetzt macht er 15,9 DPS. 18 ist doch. Nach Wissenschaftlern zufolge ist das mehr. Und das auch besser. 28 Vitalität, mehr Rüstung. Weniger Schaden. Und ein Sockel. Ja, weniger Schaden, weil er keine Stärke hat, aber das, das ist, glaube ich, locker wert. Okay. Wir können auch irgendwas in die Hose stecken. Mal gucken. 6 Int. Oder 6 Geschicklichkeit. Beides nicht sogar. Ich muss mal gucken, ob ich eine Kiste habe. Ich glaube, ich noch rote Edelsteine. Ja. Die machen Stärke, glaube ich, dazu, der Vitalität. Nochmal besser. 2 bis 5, das ist sogar besser als unseres. Dann nehmen wir das so. Ja, also nur wenn wir die, wenn wir auch da die, das mache ich mal eben. Guck mal kurz in die Kiste, also mit Edelstein ist das besser. Oder wir fragen den Typen, den, der kann ja auch Edelsteine rauspolen wieder. Ja. Der hier. Guck mal erstmal kurz in die Kiste. Nee, nicht der andere. So, da haben wir aber. Also nicht der Hedrick, sondern der. Ja, der hier, der Edelstein. Der Weise oder wie der ja, heißt. Ja, ist doch hier fetter Edelstein. Habgierig, naja, weise. Nicht weise, aber habgierig. Ja, das ist fast das Gleiche. So, wie geht das jetzt genau? Du gehst auf Edelstein entfernen, jetzt gebe ich dir das da in die Hand. Rein und dann drückst du auf den Knopf. Ja. Da kriegen wir sogar noch Erfolg für. Ich werde bescheuert. Dann den hier auch. Zack. Das wird übrigens teurer, je öfter man das macht. Nee, es wird teurer, je besser der Edelstein ist. Nee, das wird auch teurer, je öfter man das macht. Das doch. Was? Quatsch. Das habe ich noch nie gehört. Baust nochmal rein, tust nochmal rennen. Ja, ich baue es ja eh in den rein. So, den, nee, in welchen baue ich es rein? In den. Ja. Genau. So, und den, jetzt gucken wir erstmal so, jetzt hat man so schon wesentlich mehr DPS, jetzt haben wir 112, 122, jetzt baue ich da den rein, ja? Ja. So. So, und jetzt tue ich mal hier hin, kostet wieder 200. Jetzt baust aus der Waffe raus und nochmal wieder ein. 200 Gold. Na gut, 200 Gold haben wir. Also jetzt hier, das wieder ausbauen. Ja. Und jetzt wieder rein. Jetzt wieder rein und wieder raus. Ja, okay, ich nehme alles zurück. da, um dich jetzt hier zum Affen zu machen, 5 Minuten Aufriss. Oh ja, das hat sich gelohnt. Da. Naja. Du Depp hast dafür 200, noch was? Nee, 800 Gold verblasen für den Scheiß. Ja, weil ich auf dich gehört habe. Hätte ich eigentlich besser wissen sollen. Mir war das echt nicht bewusst. Ich habe das, ich dachte nur, weil, ja gut, natürlich, weil ich dann in meine Hauptrüstung immer zunehmend bessere reingemacht habe, stimmt. Es hängt davon ab, wie gut der Edelstein ist, umso teurer wird das. Aber es ist eh ganz nett, dass man das entfernen kann, dass das halt nicht da festhängt. Zum Beispiel, wenn man so einen richtig guten reinsteckt, ärgert man sich sonst. So, ich wollte der Tante hier noch den besseren Ring andrehen. 18 Int, 23 Int. Das hier. Cheap. So. Und den Rest verchecken. Die hat die, eine Zweihandwaffe. So, sonst hätte ich nämlich diese Offhand geben können. Nee, die kann die, glaube ich, nicht nehmen, oder? Achso, man ist das nur für die. Ich glaube, das ist Zauberin. Ah, okay, nur für uns praktisch. So, den Rest verkaufen. Da hast du recht. Weg mit dem Quatsch hier. Es muss auch Leute geben, die Ausrüstung verkaufen. So, und reparieren. Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war ja übrigens auch ein Irrglaube. Ich dachte, die Sachen würden nur kaputt gehen, wenn man stirbt. Nee, man kriegt Schaden, glaube ich, wenn man unter 20% ist oder 30% oder so. Achso. Und dann kriegt man Schaden auf die Rüstung, genau. Ich habe auch gedacht, dass man nur, wenn man stirbt, da irgendwie 10%, wie heißt das? Richtig? Haltbarkeit verliert. Ja, genau. MHD geht dann quasi runter. Wo ist denn da der Barbar? Ich sehe gerade nichts. Ach da, in der Blutwolke. Ich habe eben aus Versehen das Dings angemacht hier. Schmerzen ignorieren oder unterdrücken wollte ich gar nicht. Aber dann wollte ich auch nicht umgetan. Ui, wie der runtergefallen ist. So. Den Lederköcher können wir nicht gebrauchen, aber vielleicht das Schild. Den Schild. Das war auch eh nicht wie was anderes. Was ist das denn?
Amikt, Schulterschutz, 8 Stärke. Nö. Nö. Für die paar mehr Rüstung, nö. Oh no, you didn't. Was da unten los ist, was hier los ist. Gleich auf den Propheten, wo stellt er die wieder auf? Hey, der da schon sich davon spielt. Die Hunde halten dann schon viel aus. Sind das deren Hunde? Also sind die, werden die wie Hunde gehalten oder sind die dann in der Spezies Hackordnung gleichgestellt? Da fragst du halt mal. Weiß ich doch nicht. Was geht denn da unten noch? Kannst du da runterspringen, das ist zu hoch. Von hier? Ja, ich glaube, es ist zu hoch. Probieren? Ja, mach mal. Yay! Yeah. Oh. Ja, du musst halt mal gucken, dass nicht so ein großer Vorsprung in der Nähe ist. Das ist das Einzige. Hier hinten. Wir müssen aber da hinten hin. Wir müssen hier hin. Okay. Ein Signalfeuer. Revenge. Völlig falsch gesprungen. Keiner war da. Ja, trotzdem. Voll egal. Hui. So. Ist was los, sag ich dir. Die Leute sag ich's auch. Schreibt euch das mal hinter die Ohren, das ist eine Rache. Genau. Rache, das macht auch immer echt gut Schaden. Das ist ein total gutes Ding. So. Da kannst du runterspringen, da kannst du runterspringen. Von hier? Ja, mach. Oh. Warum, ja, ich glaube, das ist, da ist zu viel Zwischenraum dazwischen. Ach so. Aber von der Treppe. Von hier könnte ich jetzt, aber ich warte jetzt nicht bis. Okay. Bratz. Ich habe auch eine neue Rune übrigens in den in Revanche gebaut, in den Revanche Skill. Nämlich? Das, wir machen jetzt nicht 8% Life Leech und irgendwie 5 Wut oder so. Wir machen ein bisschen weniger Wut und ein bisschen weniger Leben. Ziehen wir ab. Dafür haben wir danach 10% Crit-Chance für 12 Sekunden. Was auch sehr cool ist. Ja. Finde ich voll in Ordnung. Bam und komm. Man merkt das übrigens mit der neuen Waffe, die wir gerade ausgetauscht haben und ja, auch mit dem, Wow, so das. Das ist der Priester, Revenge. Ja, da steht der Peter hinten rum, geht gerade selber, so. Revenge. Oh, wie der halbe Dämonenhund, der gerade durch die King geeiert ist. Man guckt dann hier, hat man, sieht man den Buff laufen, wie er 12 Sekunden lang mehr Crit-Chance hat. Das ist so Blitz, die Blitze noch die Körperteile verbunden haben, aber sonst ist es einfach nur noch Einzelteile waren. Noch Matsch. Morgens Tagebuch. Aber erstmal ihn noch. Die Verlegung in die Bastion hat sich als genauso eintönig herausgestellt, wie ich es mir gedacht hatte. Die Soldaten verbringen die meiste Zeit mit dem Glücksspiel. Au. Ich schätze, von diesen ausgehöhlten Felsen ist noch einiges zu erwarten. Es bloß noch ein Schatten des schweren Glücks. Die Blitze sind gut, ne? Ja. Das kommt, glaube ich, kurz durch unsere Waffe. 2 bis 5 Blitzschaden. Das sieht dann immer noch schön aus. Jetzt, junger Skywalker, wirst du sterben. Das ist übrigens bei der Zauberin ja so, mit dem Stromschlag. Das sieht halt genauso aus, oder? Ja. Super. Ey, kommst du her? Vielleicht bei Skyrim auch. Sagst du es auch ständig? Ja, sagst du jedem Viech immer. Das werdet ihr... Guck mal, ist das super. Das müsste eigentlich ein Erfolg geben, das war ein Weltrekord. Das hat sich irgendwie 10 Sekunden hier gedreht. Guinness-Buch, aufgepasst. Ja, with my eyes closed. Fliegen einpacken mit seiner Scheiße. 10 seconds, the thing spinning with my eyes closed. Oh, wir müssen da hinten hin. So, komm mit, Cormac, hier ist Quatsch. Nee, das mit dem jetzt junger Sohn, so werdet ihr sterben oder wirst du sterben, das kriegt ihr noch zur Genüge ab, wenn wir Dings spielen, Dawnguard. Stimmt, das kommt auch bald. Cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Wahrscheinlich wirst du das mit Daniel spielen, oder? Ich muss mal genau gucken, wie es dann zeitlich auskommt. Aber du bist auf jeden Fall dabei, oder? Wer zuletzt nö sagt, der muss. Ich hätte da voll Bock drauf. Ja, sehr cool. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich habe mich ja erfolgreich jetzt so ein bisschen von Skyrim losgesagt. Ich habe die Hauptquest durchgespielt und hätte eigentlich noch ewig viel zu tun, aber ich fürchte, mit Dawnguard versumpfe ich dann wieder. Wie viel Zeit hast du noch schon reingesteckt in das Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war schon eine Ecke, ne?
Was? 200? Mehr als 100 Stunden. Oh, okay. In New Vegas habe ich 230 Stunden reingesteckt. Aber auch viel Spaß gehabt, oder? Das hat sich gelohnt. So geil gewesen. Das wäre ein Spiel für die einsame Insel. Mag ich übrigens lieber als Skyrim. Aber weil mich das Szenario eher anspricht als Skyrim. New Vegas? Ja. Wie fandst du Fallout 3 im Vergleich zu New Vegas? Fallout 3 ist... ich finde Fallout 3 war mir zu glatt gebügelt. Ich mag das an New Vegas so sehr, dass es so viele Ecken und Kanten hat und so unberechenbar ist. Mhm. Sind wir am Ende der Folge schon? Wir wollten eigentlich für heute aufhören, aber es hat kein... ein fetter! Kein wie heißt Speicherpunkt. Ja, weil wir den Fetten umgehauen haben doch, der sich hier gerade materialisiert. Revenge. Oh, da hat irgendeiner Verbrennungszauber. Ja, das nervt. Oh, die Feuerbälle nervt. Oh, hier sind goldene, deswegen. Wir holen hier erstmal hin. Oh, Vorsicht. Ja, ich habe so ein paar Heilpunkte. Revenge. Au, da muss ich raus aus der Scheiße, genau. So, erstmal den hier noch weg. Der ist nämlich nicht so fähig wie der goldene, glaube ich. So. Muss die taktisch mal vorgehen. Ist das hier Tischtennis-Kreislauf oder was? Ja, ist halt die Blut raus. Rundlauf heißt das. Ja, Vorsicht, Feuer heißt. Dass wir alle ausschalten. Revenge. So. Schänder. So. Ach, den Dicken hat schon zerrissen, oder was? Ja. Die kolossalen Golgor sind nichts weiter als ein kolossales Märchen. In der Mythologie sind sie die Söhne eines berüchtigten Dämonen, dem Zorn die halben Höllen in ihren Acker legte, dem die großen Übel während des dunklen Exils besiegt worden waren. Wenn ich eine Goldmünze für jede dieser Geschichten hätte, es sei denn willkommener Anblick, Held. Noch kein Checkpoint, aber wenn wir Feldwebel Dahlen finden, dann müssen wir uns doch einen Freiheit geben. Gleich, probieren wir es mal. Eine Sache, die man übrigens vielleicht, wenn es doch ein bisschen schwieriger wird, beherzigen sollte, wenn wir zumindest einen Sprung haben, haben wir 4 Sekunden lang mehr Rüstung. Eigentlich muss man halt reinspringen, 4 Sekunden lang kämpfen und dann erst aufstampfen, um halt diese, ja. Um das halt, damit es sich nicht vollkommen überlappt, sonst ist es ja eigentlich umsonst. Da haben wir es. Also das Insekt, das mir so viel Ärger gemacht hat. Schlag ruhig um dich. Du wirst mich nicht vom Seelenstein fernhalten. Wir wollen ihn auch gar nicht wirklich fernhalten. Eigentlich wollen wir ihn reinstecken in den Seelenstein. Ja, Asmodan kommt auch aus der Animatronik-Abteilung von Disneyland Paris. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Ja, das können wir uns zunächst mal anhören, oder? Ich glaube auch. Feldwebel Dahlen. Ein schöner Abschluss. Haben ganz schön was durchgepudelt, ja, heute. Boah, aber ein Wechselbad der Gefühle. Ihr wart dabei. Wir sind immer noch nicht tot. Wer soll uns denn jetzt noch aufhalten? Bis zur nächsten Folge. Da finden wir was raus.